Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zur nächsten Folge von Sim Casino auf meinem Kanal. Ja, zwischen der letzten Folge und dieser habe ich mal alle nach hier hinten umgesetzt, einen Fußboden gebaut und am Ende wäre die Spalte hier in der Mitte leer gewesen, aber weil dann der Boden nicht gleichmäßig aussieht, habe ich den dann auch so zugemacht. Jetzt haben wir eigentlich hier den 0,25 Einsatz, den 1er Einsatz, 5er und 10er. Und ja, wir müssen da noch ein paar Maschinen kaufen, ganz klar. Und ich denke, hier hinten kommt nochmals einer Einsatz, weil das ist der, der am meisten gespielt wird bei uns. Und wir können da natürlich noch ein bisschen erweitern. Ich habe da noch eine Bank rausgenommen, damit es ein bisschen mehr Platz gibt. Und mehr habe ich eigentlich gar nicht gemacht hier. Ja, jetzt würden wir die Rezeption hier, die würden wir jetzt zur Treppe nehmen. Und zwar habe ich hier so gedacht, weil da passt das eigentlich. Ja. Ja, eins rüber eigentlich. Aber dann sieht es so offset aus. Es kann nicht gut aussehen. Oder da gleich vor die Treppe. Das ist die andere Option. Die Toilette kommt jetzt in den Weg da. Oder ich könnte es natürlich auch dahin machen. Nee, geht es anscheinend nicht. Da backt die gerade rum. Außer ich entferne die Säule. Machen wir es mal so. Ich mache die Säule weg. Die wollten wir ja hier fortsetzen. Die käme dann da hinten irgendwo. Wir setzen einfach den Cash hier ein bisschen runter. So zum Beispiel. Ah, da kommt es mit dem da, mit dem Tisch in den Weg wahrscheinlich. Und setzen die jetzt hier so zurück. Ja, dann passt das doch. Dann sind sie doch noch beieinander, aber auch ein bisschen weiter entfernt. So, die haben wir gar nicht bewegt, aber ich würde das einfach mal so stehen lassen. Wir schauen gleich mal, wie es mit der Dekoration aussieht. So, jetzt haben wir da ein bisschen Platz bekommen. Also das muss auf jeden Fall schon mal weg da. Wir hatten da ein Bild aufgehängt, genau. Stimmt, wir müssen noch bei den Bildern ein bisschen mehr schauen. Und jetzt würde ich, aktuell finde ich keinen Platz für die Bar, weil da haben wir überall Türen, da geht's nicht. Und der einzige Platz ist, wenn wir die ein bisschen rutschen. Da müsste zuerst das Fenster ein bisschen rüber. Was machen die Leute hier draußen? Ja, keine Ahnung, was die da suchen. Da sollte ja abgezäunt sein. So, Abfalleimer einmal weg. So, dann stellen wir die Bar ein bisschen rüber, dann haben wir hier mehr Platz für die Tische. Abfalleimer würde ich gleich mal so belassen. So, vielleicht diese Couch. Die müssen wir jetzt immer auf jeder Map müssen wir die so verbauen, weil die so schön aussieht, so. Gut, einmal hier in die Ecke. Das Fenster ein bisschen rüber. Ah, geht nur in Schritten. So. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Also so ein Massenverschiebungswerkzeug wäre wirklich noch toll. Und hier könnten wir ja schauen, ob es noch Tische dazu gibt. Anstatt nur Stühle. Weil wir hatten da schon auch recht viele Besucher, die sich da, gib mir den Stuhl, die sich da hinsetzen wollten. Gut, wo setzen wir die Säule? Ja, ich denke ans Ende. Hier, genau da, wo sie steht. So. Gut, gibt es da Tische dazu? Das ist die spannende Frage. Wand kommt gleich noch, Boden hier auch noch. Sessel, Fußhocker, Würfelhocker. Nein, anscheinend nicht. Gibt es sonst irgendwelche Tische bei der Gastwirtschaft? Ah, da bin ich ja wieder am selben Ort da. Aber wo essen die denn? Das sind nur Bedienungstische.
Also das fehlt mir ein bisschen. Ja, es gibt keine Tische. Es gibt wirklich keine. So, dann gehen wir mal schnell mit dem Klonwerkzeug durch. Nochmals dahin. Sehr gut. Da passt nichts mehr rein. Aber ich würde jetzt da noch eine Pflanze hinmachen. Oder so eine Lampe. So zum Beispiel. Und unten... So. Ja, es geht. Man kann so viel machen hier. Ist unglaublich. Gut. Jetzt ist der Boden natürlich nicht mehr angesagt. Also ich würde hier jetzt einfach mal so einen Standardboden verlegen. Finde ich auch mal noch einen Standardboden. Einer, der jetzt nicht ultra krass aussieht. Gibt's das hier? Was ist das da? Das sieht auch schon wieder so speziell aus. Und wir können ja schauen. Teppich. Wo ist der Teppich? Da Teppich. Gibt es einen roten Teppich? Nicht mal. Da bin ich ja fast enttäuscht. Außer wir nehmen den. Nee, den kann ich nicht färben. Sieht auch so crazy aus. Das da auch. Ja, zu viel solche Muster ist auch nicht gut. Und es wäre schön, wenn man die einen drehen kann. Also die, die auch... Das ist auch so eine Sache. Die auch so eine Form haben. Das wäre wirklich schön. Ja, dann nehmen wir erstmal sowas hier. Ah ne, da bin ich wieder bei Keramik. Oder, ja, es sieht halt schon cool aus. Das da. Komm. Einmal hier durch und einmal da. Dann haben wir erstmal etwas. Es sieht schon ganz anders aus. Nur schon dieser Boden. Und es macht die Qualität schon fast schlecht hier des Videos. Muss ich ja schon sagen. Ist schon fast zu übertrieben, der Spiegeleffekt. Ja, aber mach cool. So, und jetzt müssten irgendwo noch die Geldautomaten hin und möglichst nicht beim Eingang. Ja, die könnten wir ja... Ja, oder wir belassen sie erstmal da. Ich ändere das Ganze aber noch ab. Also den demontieren wir. Dann habe ich ja da noch so Sitze. Die würde ich mal nach hier bewegen. Ja, da kriege ich das Ganze nicht. Oder ja, doch hier. Und da... Dann brauche ich nochmals zwei solche Bäume. Die haben wir hier. Und da. So. Macht das etwa einen Eindruck. Dann haben wir hier so eine Laterne. Das ist da natürlich auch wieder nicht mittig. Mache ich mal hier hin. Dafür muss die weg. So, machen wir die da hin. Oder ich mach's so. So. Dafür den Baum noch eins runter. So. Sollte er eventuell mittig sein. Vielleicht. Gut. Jetzt habe ich hier noch eine Bank. Die könnte ja hier hin. So wie ein kleines Bäumchen nebendran. Den Fernseher würde ich da mal belassen. Gut. Geldautomaten. Einmal da, einmal da. So. So, die zwei braucht es auf jeden Fall noch. Und ich wollte nur schauen, wie es aussieht. Aber gesetzt ist gesetzt. So. Dann haben wir die Mülleimer. Wo haben wir die abgestellt? Da. Das ist ein bisschen blöd, dass man die drehen muss. Und schön anschaulich zu machen. So rum. Und dann haben wir bestimmt noch ein bisschen Dekoration. Kann ich ja hier wieder so eine Lampe machen. So.
Karten. Da! Couch, Tisch. Großer Fernseher. Bei Sonstiges. Das passt hier überhaupt nicht rein. So. Ja, und dafür sehen auch unsere Tische blöd aus. Das ist auch eine spezielle Form. Das sind Felsen. Ah, und da ist noch ein runder Tisch. Passt aber so auch nicht rein. Ja, dann setzen wir die alle noch eins zurück. Und dann sollte das Platz haben. So. Jetzt ist die Frage, sollen wir solche Tische... Nee, geht immer noch nicht. Es müsste noch eines auseinander. Aber ist das nicht ein bisschen übertrieben? Oder es ist nicht designed für das. Ich teste es jetzt zuerst aus. Weil der braucht immer den Block plus diesen Block. Und der braucht den plus den. Und bleibt dann genau nur einer übrig, ja. Ja, den wollte ich nicht setzen. Aber das sieht auch... Das sieht auch irgendwie... Ja, weiß ja nicht. Ja, weil so ist er natürlich im Tisch drin. Finde ich ein bisschen schwach designt. So, aber da wir uns Tische gewünscht haben, machen wir das jetzt einfach so. Bei denen zwei. So, da kann ich auch die Farbe wählen. Ah ne, warte schnell. So. Gut, ich wollte die zwei verändern. So, auf ein Grau. Kopieren. Einfügen. Gut. Ja. Jetzt muss ich fast den, weil sonst sieht es da auch wieder blöd aus. So. Und jetzt kann ich ja diesmal klonen. So, dann kommt er genau mit der Farbe schon mit. Sehr schön. Gefällt mir nicht, aber... ist Ansichtssache. Ist halt, wenn du das so entwickelst, dass es mit dem Abstand so passen muss. Ja, da gibt es halt solche Dinge. So, was stellen wir jetzt da noch auf? Zwei Pflanzen, so. Genau. So wie hier vor das Fenster absichtlich. Ich kann ja das Fenster nochmals... rüber machen. So. Gut, jetzt haben wir noch einen offenen Raum und jetzt schauen wir mal, wie denn so die Umweltansicht ist. Ja, da fehlt noch ein bisschen. Da habe ich absichtlich Abstände gemacht, um was zu platzieren. Und hier, da könnt ihr mal was Größeres hin. Aber nicht zu teuer. Wohlgemerkt. So, nicht so die große Statue. Nee, nicht sowas. Und da gibt es auch schon wieder so viele Variationen. Nee, ich gebe jetzt nicht 5000 aus für sowas. Ein Brunnen. Ach, wie schön. Ich kann nicht anders, aber vor allem mit diesem Effekt, den muss ich jetzt einfach nehmen. So, da ist er gebaut. 5000 ausgegeben. Der muss aber jetzt eine Ausstrahlung haben, oder? Oh ja. Oh ja, der hat sie. Das ist schön. Ja, also die teuren Gebäude haben auch eine gute Ausstrahlung. So, da hätte ich noch ein bisschen Licht platziert. Ja, es ist noch rundherum chaotisch, weil hier haben wir die... Ah ne, das sind Pflanzen, die wir hier haben. Genau. Die auch irgendwie so halbpatzig da sind. Aber ja, es wird langsam. So, die Säule, die ist auch noch ein bisschen speziell da. Da kann ich sie auch nicht hinplatzieren, aber da. So. Und dann wollte ich hier noch eine kleinere Pflanze. Oh, da lässt sich wieder alles Mögliche wählen. So. Ist das die Pflanzenfarbe? Oh ja. Ja, das sollte man mir nicht in die Hand geben, sowas. Gut. Ich setze es an die äußeren Gruppen.
So. Ja, das war falsch. Umweltansicht. Ja, das passt doch schon sehr gut da. Jetzt hier noch was hin und dann bin ich eigentlich zufrieden. Dann haben wir das erledigt. So, ein großes Schild, ganz genau. Ne, so ein Felsen. Der spiegelt auch noch so schön. So, das ist jetzt richtig Kunst. Zählt das auch, oder? Jawohl. Und vielleicht noch eine Laterne hin. Hier, so ein Toilettenschild gibt es ja auch. So, das kann man leider nur an der Wand machen, oder? Ja, genau. Aber das könnten wir wirklich mal hinmachen. Ah, das ist wiederum schön. Das gefällt mir. Kann man die auch noch? Ja, natürlich kann man auch bei denen noch die Farbe einstellen. Wer hätte es gedacht? So. Und ich wollte noch so eine... Ja, es muss nicht unbedingt die thematische Lampe sein. Interessanterweise, das kann ich jetzt wieder zwischen die Steine packen. Ja, dann passt es doch wieder. Gut. So, genügend abgeschlossen. Jetzt haben wir genügend Geld ausgegeben. Also vor allem für den Brunnen. Aber der ist halt schon schön. Und zum Boden passt er auch, wie sie so abspiegelt. Okay, jetzt muss natürlich das Geld wieder laufen, oder? Ganzen Morgen hier Dekoration hingemacht. Und jetzt muss was laufen. Es ist Sonntag heute. Wir haben 25 Besucher durch die Flugblätter. Sehe ich das richtig? Genau, die sind aber abgelaufen. Ich würde die gleich wieder neu machen. Für 3 Tage überdurchschnittlich. So, soll wieder laufen. Besucher gehen nach oben. Showgas bleibt gleich. Hotel auch. So, das funktioniert hier. Ah ja, wir wollten noch überlegen, sogar eine zweite einzustellen. Dann habe ich aber schon wieder Platzprobleme. So, dann machen wir das mal so. Acacia muss dann auch noch weiter weg. Gut, einmal dahin. Dann sollte es die schon automatisch einstellen, glaube ich. So, das ist die, die stimmt, glaube ich. Und die... Ah, besser gesagt, es stimmt ja sowieso. Wenn sie neu eingestellt wird, dann stimmt's. Nur wenn man was verändern möchte, dann nicht. So, müsste sich also unterwegs befinden. Eine abwesend. Nee, die will ich hier haben. Müsste gleich ankommen, nehme ich an. Dann sind wir da auf jeden Fall gut bedient. Vor allem, wenn wir jetzt hier oben noch weiter ausbauen, dann braucht es natürlich, braucht es mindestens 2, denke ich. Zuerst muss aber die Hotelwäscherei auch noch die Etage wechseln. Hier ist auch was los heute, immerhin. Ja, jetzt sind es 2, sehr gut. So, und Players Club müssen wir auch schauen. Den sollten wir auch nicht vernachlässigen, weil da kommen auch immer wieder Leute, seht. So, 4 Stunden. Ich muss mal schauen hier. Wo sehe ich schnell, ob jemand Players Club ist? Ah, da steht da einfach Players Club Mitglied. Anders sehe ich das nicht. Weil es gibt bestimmt solche, die jetzt hier schon 30 Stunden haben oder so. Da war auch jemand. Da, 2 Stunden. Ja, gibt's bestimmt. So, die Bar hat mal wieder Andrang. Läuft auch ganz gut. Geldautomaten sollten versorgt sein jetzt. Das hat natürlich gerade unser Tresor geleert hier. Ganz klar. Aber der wird ja wieder aufgestockt. Ja, läuft soweit. Bin ich zufrieden. Forschung. Wo stehen wir da? Wir haben abgeschlossen. Die Players Club und größere Kredite zuletzt. Und wir wollten dann eigentlich mal... wo war es denn schon wieder? Größerer Vorteil machen. Kostet aber 36.000. Haben wir noch was, was günstig ist?
Weil sonst lohnt sich nicht, wenn die nur rumsteht da. Ja, ich würde sagen, hier. Das brauchen wir zwar nicht, aber kostet auch nicht viel. Kann das so hin. Und dann würden wir hier noch ein paar neue Automaten hinsetzen. So, die Frage ist nur, welche wurden mehr gespielt jetzt gerade? Da sind wir um die 300. Da sind es mehr. Okay, dann machen wir den 5er-Bereich mal voll. Oder nicht voll, aber eher voll. Welche Automaten haben wir da? Fortune Ruler. Da sieht einer wieder anders aus. Ja, da ist auch anders. Der Zombie Treasure. Ne, der zeigt es nur falsch an. Okay. Ja, ich hoffe, er nimmt das richtig. Gut, Fortune Ruler hier. Dann wieder die Sitze. Wie viel Geld haben wir? Ja, komm, wird voll gemacht. So. Ein bisschen übertrieben. So, wir brauchen Zombie Treasure. Okay. Weil das sind ja auch die Automaten, wo wir Geld verdienen. Die kleineren, da, das ist eher Unterhaltung. Und wir wollen ja Leute ranlocken, die dann an diese Automaten gehen. So, auf alle des gleichen Spiels angewendet. Und jetzt soll es losgehen. Jetzt wollen wir natürlich sehen, dass da voll wird. Da ist schon der erste. Sehr gut. Ja, hat er auch gerade... Hat er jetzt gleich den Jackpot geholt oder was? Ja, natürlich. Der Automat ist ein paar Minuten geplaced und schon holt einer den Jackpot von 2000. Das ist toll. Und hat 700 investiert. Der hat Glück gehabt. Der hat jetzt richtig Glück gehabt. Jetzt ist der realgemäßene Vorteil natürlich gerade in den Keller gesunken. So, und da ist es ähnlich. Da hat auch einer den Jackpot geholt. Haben die was verändert an den Automaten? Was müssen wir da nachziehen? Da hat auch... Gut, hat einer 11.000 investiert und wir haben 13.000 Minus. Hat sich aber auch nicht gelohnt. Da auch nicht. Da auch nicht. Ich glaube, die sind ein bisschen schlecht eingestellt aktuell. Müssten wir relativ bald bedienen, denn sonst könnte es hier schlecht werden. So, Einkommen des Spielautomaten 46.000, Auszahlungen 43.000. Ja, ist auch schon mal besser gewesen. Das Hotel macht uns da den guten Gewinn. So, ich glaube, ich muss da ein bisschen rum... Also 2000 Jackpot, das passt schon. Dann gehen wir doch hier mal ein bisschen höher. Und dafür hier tiefer. Ich würde sagen so. Gut. Dann geben wir natürlich wieder 45% ab, was auch nicht gut war im letzten Test. So, ich würde das mal anwenden und dann schauen wir mal jetzt. Müssen wir natürlich live zuschauen. So, hier. Ja, da wurde es jetzt gerade besser. Als der da war. Ja, ist ein neuer Tag. Sehr gut. Aber das heißt ja auch neues Glück. Lassen wir den Plus. Da auch. Ja, ich glaube, jetzt ist besser. So, und ich weiß nicht, ob es auch so ist, wenn mehr Angebot ist, dass dann auch automatisch mehr Spieler kommen. Was ist denn hier? Da habe ich wohl Fußboden platziert. So, dass es überhaupt geht außerhalb des Gebäudes. Ja, ich würde sagen, das war's aber von der heutigen Folge. Wir haben einen schönen Brunnen bekommen. Wir sehen uns wieder in der nächsten. Lasst doch ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ein Like und schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns wieder.
in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!